Was sagen Sie dazu? Mein Name ist Rebecca Reinhardt, ich bin Philosophin und stellvertretende Chefredakteurin der Zeitschrift Hohe Luft. Und ich begrüße Sie ganz, ganz herzlich zu einer neuen Folge des Podcasts der WBG, der größten deutschsprachigen Gemeinschaft für Wissen und Bildung. Es erwartet Sie heute ein weiteres Podcast-Spezial aus der Reihe der WBG-Dialog. Der WBG-Dialog ist ein Raum, ein Dialograum, in dem wir Geisteswissenschaftler und Entscheider aus der Wirtschaft zusammenbringen, zu einem fundierten Theorie-Praxis-Austausch jenseits des Erwartbaren, zu einem Austausch über die großen Fragen und Herausforderungen unserer Zeit. Wenn Sie unseren Podcast kennen, werden Sie ja vielleicht auch schon die beiden anderen Folgen unseres Podcast-Spezials gehört haben, gesehen haben. Die Folge mit dem Philosophen Markus Gabriel, der sich einen Schlagabtausch geliefert hat mit dem Ex-Finanzvorstand der Deutschen Bahn und jetzigen Aufsichtsratsvorsitzenden des Finanzdienstleisters Lincoln International AG Deutschland, Alexander Doll, und der Folge mit der Digitalvorständin der Deutschen Telekom, Claudia Niemert, gemeinsam mit dem Rechtswissenschaftler und Philosophen Christoph Möllers. Das können Sie nachhören natürlich überall, wo Sie was sagen Sie dazu finden. Heute wiederum haben wir eine besonders spannende Ausgabe unseres Podcast-Specials, denn ich begrüße heute nicht zwei Gäste, sondern habe einen Solo-Protagonisten zu Gast. Es ist ein Herr, ein Mann, der beide Kompetenzen, die der Geisteswissenschaften und die der Wirtschaft, der Ökonomie, in sich vereint. Es ist der studierte Geisteswissenschaftler, Verleger und Unternehmer Manuel Herder. Ich begrüße Sie ganz, ganz herzlich, Herr Herder. Wie schön, dass Sie sich die Zeit nehmen. Ja, guten Tag, liebe Frau Reinhardt. Ich freue mich sehr, dass ich heute dabei sein darf, quasi zugeschaltet in Ihre wunderschöne Bibliothek. Sie sind bei mir zu Gast in meinem Büro. So sieht es bei mir aus und ich freue mich auf das Gespräch mit Ihnen. Ich möchte vielleicht eingangs aus Ihrer Vita 5 Stationen herausgreifen, um Sie ein bisschen vorzustellen, Manuel Herder. Station 1. Manuel Herder studiert Japanologie, Theologie, Erziehungswissenschaft und Betriebswirtschaft. Parallel absolviert er mehrere Firmenpraktika in verschiedenen Verlags- und Medienhäusern. Station 2. 2000. Manuel Herder übernimmt in der 6. Generation der Verlegerfamilie Herder die Gesamtgeschäftsführung des gleichnamigen Verlagshauses. Station 3. Die Verlegerfamilie Herder wird Mehrheitseigentümerin der Buchhandelskette Thalia. Station 4. 2021. Manuel Herder kandidiert für den Landtag in Baden-Württemberg. Station 5. Manuel Herder macht einen kurzen Zwischenstopp im Podcast der WBG. Herr Herder, wenn man jetzt alleine nur mal die ersten 4 von mir so genannten Stationen Ihres Lebenslaufs nimmt, dann sieht man schon, Sie sind ein Mann vieler Kulturen. Sie beherrschen mehrere Sprachen, sind in mehreren Kulturen zu Hause. Sie sind mit der britischen Sprache und Kultur, mit der japanischen Sprache und Kultur gut vertraut. Wie sehr hilft Ihnen das, Ihre eigene Kultur besser zu verstehen? Und was heißt Kultur überhaupt für Sie? Ja, vielen Dank für diese Schlaglichter, wenn man so will. Kultur. Die Frage, was Kultur ist, habe ich mich auch immer gefragt. Das fragen sich alle. Das prägt sich jeder aus seiner Disziplin herauskommend. Die Philosophie geht da anders mit den Themen um. Die Theologie, die Erziehungswissenschaften. Es gab, aber das zitiere ich jetzt aus dem Kopf, insofern mag es nicht ganz stimmen, 1986 eine Studie, die von 2 Amerikanern durchgeführt wurden, die in, ich glaube, 5 Weltsprachen den Begriff Kultur in allen damals zugänglichen Nachschlagewerken untersucht haben. Wir reden jetzt noch von der vordigitalen Zeit, als man in die Bibliotheken ging und nachschaute. Und am Ende haben sie versucht, den gemeinsamen Nenner zusammenzubringen,
womit Kultur erklärt wird. Und sie kamen zu der wunderbar kurzen Antwort: Culture is the way people do things. Kultur ist die Art, wie Menschen Dinge tun. Und dieses, wie Menschen Dinge tun, ist natürlich insofern spannend, weil das, wie wir etwas machen, ja in der Regel einen Grund hat. Ich feiere mal Weihnachten nicht einfach nur so, sondern ich feiere es, also wie feiere ich es? Ich feiere es, weil ich es entweder so gelernt habe, tradiert habe, weil es mir innere Erfüllung gibt, weil ich eine Pflicht erfüllen möchte, was auch immer. Und insofern ist für mich eigentlich das Spannende immer die Frage, was liegt denn dem Wie an Motivation zugrunde? Und wenn Sie nun fragen nach den unterschiedlichen Zugängen, die man dadurch gewinnt und die ich persönlich dadurch gewonnen habe, dass ich in verschiedenen Ländern Ausländer war, über längere Zeit hinweg, dann ist es vielleicht, dass man sich leichter tut zu akzeptieren, dass unterschiedliche Leute, wie soll ich das sagen, so, sagen wir mal, unterschiedliche Montagepunkte haben, wo sie ihre Haken anbringen, wenn sie die Felswand des Lebens hinauf klettern oder so. Und der eine setzt seinen Montagepunkt hier und der andere setzt ihn mehr da und dann kommen natürlich ganz andere Gewichtungen bei raus. Und ich glaube, das ist sicherlich etwas, was es mir leichter gemacht hat. Und oftmals sitzen sie in einem Gespräch, manchmal auch in konfliktgeladenen Gesprächen, in Gesprächen, wo sie sich durchsetzen wollen oder durchsetzen müssen. Und dann fragen sie sich, warum macht ihr das jetzt gerade so? Oder das ist doch völlig unverständlich, was da drüben jemand macht. Und da dann im Grunde nicht aufzuhören und zu sagen, der spinnt, sondern zu sagen, der hat seine Gründe dafür, dass der oder die das gerade so macht. Das hat mir sicherlich auch die Zeit im Ausland beigebracht. Ja, nee, sehr schön. Also wenn wir in einem geisteswissenschaftlichen Kontext von Kultur reden, dann meinen wir natürlich was völlig anderes, wie wir das meinen, wenn wir von der Wirtschaft sprechen. Ja, für einen Ökonomen, für einen Wirtschaftslenker ist Kultur wieder was völlig anderes. Ich möchte aber die Hypothese vielleicht mal wagen, dass in beiden Feldern, den Geisteswissenschaften wie auch in der Praxis der Ökonomie, in der angewandten Wirtschaft, im Tagesgeschäft, dass in beiden Fällen dieses wichtige Doing, ja, das wichtige Tun von Dialog, Diskurs und Dissens eine große Rolle spielt oder zumindest spielen sollte. Wie sehen Sie das? Ich glaube, die Grundlage dessen, was Sie sagen, abgesehen davon, dass ich finde, dass Sie recht haben, ist immer die Frage, wie verstehe ich etwas, einen Vorgang, wie verstehe ich die Menschen um mich herum? Und die Frage, wie wir verstehen lernen, also Sie würden wahrscheinlich von der Hermeneutik an der Stelle sprechen, die hat damit zu tun, wie wir uns ausbilden und wie wir denken. Sie alle kennen den Spruch, man isst, was man isst, aus der Ernährungswissenschaft und aus der Ernährungsberatung herauskommt. Und für uns gilt ja, man isst, was man liest oder man denkt, was man liest oder man isst, was man denkt oder wie auch immer. Und da finde ich es schon faszinierend zu sehen, was ein Studium mit Menschen macht. Also wenn Sie vornehmlich, sagen wir mal, in einem Kreis sind, wo juristisch argumentiert wird, da geht es dann sehr schnell mal um die Limitationen, gedankliche Limitationen, die sich aus Gedanken ergeben, die andere vorher hatten. Nicht? Also Gesetze sind zunächst mal ein Gedankengebäude, welches aber Polizei macht und eine Justiz hinter sich hat. Und in diesem Gedankengebäude müssen sich dann zurechtbewegen. Ja. Wenn Sie mit Medizinern unterwegs sind, wenn Sie medizinisch argumentieren, dann sind Sie sehr stark unterwegs in der Frage Ursache und Wirkung und was lässt sich beweisen, was lässt sich noch nicht beweisen. Und nehmen Sie mal die spannenden Debatten, die man so hat zwischen Schulmedizinern und Leuten, die in Alternativmedizin unterwegs sind oder gar medizinfrei heilen wollen. So, wenn Sie betriebswirtschaftlich unterwegs sind, dann geht es sehr schnell um die Frage, woran kann ich das messen und wie kann ich die Effizienz steigern? Wir Geisteswissenschaftler, idealiter, gehen hin und wollen verstehen von der Herkunft zur Zukunft. Also was sind die Grundlagen, was habe ich damit und was bedeutet es für das Verständnis der Zukunft? Und ich finde, diese unterschiedlichen Herkünfte können wir derzeit, wenn es vielleicht natürlich jetzt mehr ist als nur ein Experiment des Denkens, aber diese ganzen Corona-Krise erleben. Nicht? Also wir haben ein Problem, das wir davor nicht hatten.
Einige behaupten, es antizipiert zu haben. Andere sagen, es war antizipiert, spielt aber für uns keine Rolle. Die Gesellschaft kommt an eine Stelle und weiß jetzt nicht, was sie tun soll. Und jetzt merken Sie im Grunde, wie unterschiedliche Denkschulen zu unterschiedlichen Lösungsmodalitäten führen. Und das finde ich faszinierend. Ich finde es auch faszinierend, ja, weil Sie ja auch tatsächlich ein jemand sind, der eben diese beiden Seiten in sich vereint. Also eben diesen geistwissenschaftlichen Bezugsrahmen, so möchte ich es jetzt mal nennen, und den ja des Verlegers-Unternehmers. Sie sind eine öffentliche Person. Die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit, in der sogenannten Öffentlichkeit, ist immer anders wie die Selbstwahrnehmung. Wie würden Sie hier an dieser Stelle uns, den Zuhörerinnen und Zuhörern, Zuseherinnen und Zuhörern, Ihr Selbstverständnis beschreiben? Welche Seite in Ihnen ist sozusagen am stärksten ausgeprägt, wenn man das so suggestiv formulieren kann? Das weiß ich nicht. Ich glaube, das wissen die Leute um mich herum viel besser, als ich das selber wissen kann. Ich glaube, es ist eigentlich oft mal so, dass jeweils das andere dann zum Vorschein kommt. Also sitzen wir und argumentieren wir in einem rein unternehmerischen, rein betriebswirtschaftlichen Umfeld, fällt mir auf, dass mir gelegentlich Dinge einfallen, die den anderen so nicht einfallen, weil ich aus einem anderen Fundus, aus einem anderen Kontext dann herausziehe und sage, aber wie wäre es denn, wenn man und so. Und da kommt dann für die anderen vielleicht jemand zum Vorschein, der von der Ausbildung her gerade nicht BWL gelernt hat oder VWL oder Jura, sondern eben sich geisteswissenschaftlich ins Leben hineinbewegt hat. Und umgekehrt, wenn wir rein geisteswissenschaftliche Diskurse haben oder ich mit Geisteswissenschaftlern am Tisch sitze und wir diskutieren, dann kommt sicherlich häufiger mal die Frage, und wie beweisen wir das und wie kann man das messen und gibt es hier Erfolg oder Misserfolg? Und hat das, was wir da diskutieren, eigentlich eine Auswirkung auf das echte Leben? Oder sind wir mittlerweile wie so ein Auto, das auf dem Glatteis einfach durchdreht, aber nicht wirklich vorankommt. Und insofern glaube ich, wahrscheinlich merkt man das immer erst im jeweils anderen Umfeld, aber das ist eine spontane Antwort, vielleicht irre ich mich da. Ja, es ist so wichtig in dieser unübersichtlichen Zeit, Sie erwähnten Corona natürlich, das pandemische Zeitalter, interdisziplinär unterwegs zu sein. Denn was ja jetzt so wichtig ist, ist Orientierung. Mir fallen dabei die vier berühmten Fragen Immanuel Kants ein. Was kann ich wissen? Was soll ich tun? Was darf ich hoffen? Was ist der Mensch? Orientierung, das ist natürlich auch etwas, das nicht nur die Experten, die sogenannten Experten aus verschiedenen Disziplinen heute geben sollten, auch geben müssen, sondern Orientierung ist auch etwas, das wir uns auch von der Religion her erhoffen. Religion spielt im Verlagsprogramm von Herder eine wichtige Rolle. Religion spielt aber auch in der Öffentlichkeit ja eine nicht klein zu kriegende Rolle. Es ist eine sehr polarisierende Atmosphäre, sagen wir mal so, die Theologie und Religion heute in der Öffentlichkeit umgibt. Was ist aus Ihrer Sicht die Bedeutung von Religion heute? Also zunächst, Sie hatten ja die vier Fragen von Kant angesprochen. Und in diesem Kontext, wenn ich mich recht entsinne, kommt ja dann auch die Erkenntnis, dass Kant sagt, dass es systemimmanent, er formuliert es anders, aber immanent zum menschlichen Leben dazugehört, dass wir stets oder die meiste Zeit in einem Kontext unterwegs sind, wo die Notwendigkeit zur Entscheidung größer ist als die Fähigkeit zur Erkenntnis. Und dann geht er hin und weist auf, dass der Mensch im Grunde diesem Umfeld Unsicherheiten hat. Und dann ist die Frage, welches ist das sittliche Gebäude, in dem ich meine Entscheidung treffe. Und das ist, glaube ich, der Teil, der in die Religion in hohem Maße überläuft. Religion hat verschiedene Ebenen, in denen sie sich manifestiert oder in denen sie der Gesellschaft ansichtig wird. Und eine der Ebenen ist zunächst mal die gesellschaftliche Ordnung. Also wenn Religion dazu führt, dass Leute an einem bestimmten Tag in der Woche beschließen, heute wird nicht gearbeitet, heute wird geruht und alle machen das, dann bringt einen das vermutlich nicht in den Himmel oder in die Hölle, aber es bringt Ordnung in die Gesellschaft. Also ist Religion in Teilen ein ordnungsgebender Rahmen und stiftet damit auch Identität. Und plötzlich haben wir eine Komponente oder einen zusätzlichen Teil dabei, der eigentlich mit der Frage, da ist möglicherweise oder ganz sicher ein Schöpfergott, da bin ich Mensch und wir beide stehen in einer Beziehung oder versuchen das.
das hat eigentlich nichts damit zu tun, welche Ordnung meine Gesellschaft hat und wann ich Feiertag mache und wann nicht. Das heißt, plötzlich kommt Identität über Religion hinein und nimmt einen überbordenden Wert ein. Wir hatten das sehr stark, als Papst Benedikt, als deutscher Papst, Papst wurde. Da gab es ja insbesondere jetzt innerhalb der deutschsprachigen, aber insbesondere deutschen Diskussion, ja ausreichend viele Anwürfe, weil man von in der Regel linker atheistischer Seite sich die Gelegenheit natürlich nicht nehmen lassen wollte, nur diesen Papst irgendwie in Kontexte zu bringen oder Religion in Frage zu stellen oder eben das ganze System in Frage zu stellen. Und da wurden dann auch Dinge als Fotokollagen gemacht. Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern. Da sah man also dann den Papst in seinen weißen Kleidern, die aber mit verdächtig braunen Flecken an entsprechenden Stellen versehen waren, um einfach die Verunglimpfung zum Ausdruck zu bringen. Und Sie merken, dass damals im Grunde von katholischer Seite fast keine Reaktion kam. Ja, dann macht ihr das halt so, wenn ihr das so mit eurem Gewissen vereinbaren wollt. Uns ist egal, weil das hat mit uns ja nichts zu tun, wenn ihr sowas macht. Das ist aber sicherlich keine Haltung, die die Normalität wiedergibt, wenn man die letzten Jahrtausende Menschheitsgeschichte nimmt oder jenseits des aufgeklärten europäischen christlichen Kontexts damit umgeht und untersucht, wie gehen Leute um, wenn andere sich mit ihrer Religion übermäßig kritisch auseinandersetzen. Denken Sie allein an die Anschläge auf die Zeitschrift Charlie Hebdo. Und insofern, wenn Sie sagen, nicht klein zu kriegen, wenn ich die Formulierung von Ihnen übernehmen darf, dann ist das vielleicht ein Teil, wo Sie sagen, da steht Religion einem einfachen Miteinander im Weg, weil Leute sich in ihrer Identität an irgendwelchen Stellen gekränkt fühlen und darauf reagieren, hasserfüllt reagieren und, und. Das andere ist natürlich die Frage, und die findet auf einer ganz anderen Ebene statt. Ist Ihnen mal aufgefallen, dass selbst die Deutsche Bahn keine Züge mehr hat mit der Nummer 13? Ja, ist mir aufgefallen. So, Sie sind Philosophin in einem aufgeklärten Land. Was halten Sie davon? Ja, Zahlenmystik, suggestiver. Jetzt mal auf der Stufe zwischen lächerlich und ernst zu nehmen. Wo siedeln Sie das an, dass in einem aufgeklärten Industrieland mit Digitalisierung, Industrialisierung, akademische Bildung für alle eine bestimmte Zahl nicht mehr genutzt wird, um Wagen anzuzeigen? Das ist faszinierend. Ja, oder Aberglaube. So, also ich würde sagen, das ist jetzt Aberglaube und greift mitten in die Gesellschaft hinein. Und wenn wir über Religion reden, dann ist natürlich Religion immer auch der Versuch, absurdes, abergläubisches Verhalten zu lenken und zu steuern, dass es in einen Einklang kommt mit Vernunft und Intellektualität. Und das war, wenn ich nochmal auf Benedikt XVI. Zurückkommen darf, ja eines seiner Hauptthemen, dass er immer gesagt hat, Religion hat nur dann Bestand, wenn sie auf der Ebene der Vernunft Bestand hat. Und deswegen muss Theologie dafür sorgen, dass Religion auf einer Weise wissenschaftlich reflektiert wird, dass andere Wissenschaftler sagen, das ist jetzt Augenhöhe. Und insofern würde ich sagen, nicht klein zu kriegen, das ist nur ein Teil. Der andere Teil ist im Grunde für Gesellschaft und für jeden Einzelnen enorm wichtig, weil wenn Sie nicht auf der Ebene von Horoskopen und Aberglauben unterwegs sein wollen, dann brauchen Sie irgendwo ein Angebot, wo Ihnen reflektierte Religiosität und reflektierte Spiritualität ermöglicht. Nee, also für mich, ich stimme Ihnen da völlig zu. Also für mich gehören sowieso auch die beiden Fragen, was kann ich wissen, wenn ich das von Kant in dem Moment jetzt mal klauen darf, und was kann ich glauben oder aber auch wem kann ich glauben, sehr zusammen. Und ich glaube eher, wenn wir jetzt von Orientierung grundsätzlicher Art sprechen in der Gesellschaft, dass diese beiden Fragen, was kann ich wissen und wem kann ich glauben, speziell auch für junge Leute heute ganz relevant sind. Also ich spreche jetzt von den sogenannten Digital Natives, den jungen Leuten, die anders als wir nicht im analogen Zeitalter groß geworden sind, sondern die sozialisiert wurden mit iPhone oder iPad und die ohne WLAN einfach nicht leben können. Da hat sich ja massiv was verändert. Also generationenmäßig kann man vielleicht fast schon von einem Bruch sprechen, was auch
Lernen, Wissen, Bildung, ja, auch Glauben, Glauben können, Glauben wollen betrifft. Was bedeutet aus Ihrer Sicht diese Art des aktuellen Zustandes der Digitalisierung und dieser Lern- und Wissensräume? Was bedeutet das für Wissen und Bildung heute? Also auf jeden Fall finde ich Ihre Analyse, dass wir da einen wirklichen Graben in der Gesellschaft haben, den finde ich enorm treffend. Und das ist ja faszinierend, wenn ich mit Leuten meines Alters unterwegs bin, dann ist das Narrativ so ein bisschen, also wir sind ja viel jünger geblieben als unsere Eltern in dem Alter. Man schaue sich nur die Fotos an, als die ihren 60. oder 50. oder was auch immer gefeiert haben. Guck mal, was die anhat. Und wir heute? Wir tragen Kapuzenpullis. Und die Turnschuhe unserer Kinder. Und das führt eine ganze Generation, eine ganze Altersgehorte dazu zu glauben, dass sie also jetzt diejenigen seien, die zum ersten Mal nicht alt sind. Herrlich. Und gleichzeitig frage ich dann, sag mal, hast du eine Ahnung, was die Kids bei dir daheim so auf dem Handy alles für Programme haben? Nö, kenne ich mich nicht aus. Ich glaube, es gibt keine Generation, die derart abgehängt worden ist von der Jugend wie wir. Und wir merken es noch. Also nehmen Sie mein Alter, ich bin Mitte 50. Das wird jetzt für mich nicht passieren, aber ich habe ausreichend viele Klassenkameraden und Studienkameraden und sonstige Freundinnen und Freunde, denen das passiert, die in meinem Alter nochmal einen Job suchen müssen. Das ist schwierig. Und da sage ich Ihnen, das war vor 30 Jahren anders. Also wenn Sie Anfang der 90er mit Mitte 50 unterwegs waren, dann waren Sie im Grunde jetzt zumindest mal für Führungskräfte, waren Sie Best Ager oder so. Da konnten Sie sagen, Leute, jetzt, also die nächsten 10 Jahre zwischen Mitte 50 und Mitte 60, da bringe ich hier alles ein, was ich gelernt habe. Ich bin voll dabei, ich kann alles, was die alle nicht können. Ich werde eure beste Führungskraft sein. Und Personalchef würde damals, auch in den 80ern, in den 70ern gesagt haben, Mann mit Mitte 50, der hat alles gelernt, den nehme ich, das ist das, was wir brauchen. Auch Frau mit Mitte 50. So. Wenn ich heute hingehe und meine Klassenkameraden, Studienkameraden sagen, sie bewerben sich irgendwo mit Mitte 50 auf eine Führungskraft, wird das total eng. Weil wir natürlich in den Unternehmen hingehen und sagen, puh, da ist ein unglaublicher Bruch in der Gesellschaft. Und wenn unsere Führungskräfte nicht im Grunde irgendwie in den 80er Jahren geboren worden sind, dann werden die möglicherweise die Dinge nicht verstehen. Mhm. Und das ist für mich faszinierend, weil da sind wir jetzt wieder bei der Frage des Verstehens und des Verständnisses. Ich für meinen Teil nehme die Signale in der Gesellschaft so wahr, dass meine Generation die ist, die am stärksten abgemeldet ist im Verhältnis der Weiterentwicklung. Viele meiner Altersgenossen gehen davon aus, dass die Turnschuhe reichen, um zu sagen, ich bin enorm jung geblieben. Ja, das hört sich absolut plausibel nachvollziehbar an, aber es ist sozusagen das, was Sie skizziert haben hier. Also es hört sich, sagen wir mal, so ein bisschen unproblematisch aus. Ja, aber gibt es da nicht doch ein bisschen eine Komplikation? Wenn man jetzt zum Beispiel nochmal zurückgeht auf diese beiden Fragen, was kann ich wissen und wem kann ich glauben? Wenn wir als Beispiel jetzt die sich ja doch sehr verändert habende Rolle der Experten anschaut. Also ich habe oft das Gefühl, wenn wir mal Twitter nehmen, ja, das Social-Media-Dienst Twitter, gibt es sehr viele Geisteswissenschaftler, die da aus einer hybriden Position heraus ihre Tweets in die Öffentlichkeit versenden, wo nie ganz klar ist, twittern Sie jetzt als Privatpersonen, twittern Sie als Repräsentanten Ihrer Institution, für die Sie tätig sind, und was wollen Sie eigentlich sagen? Ich habe sehr oft das Gefühl, dass die Expertise, der Expertenstatus sich im digitalen Raum nicht so sehr danach bemisst am schieren Content, an den Inhalten, auch an der rhetorischen Brillanz, auch an der Vervollständigkeit der Argumentation, sondern eher, dass sie sich eher messen lassen muss am Design, die eben so eine digitale Plattform wie Twitter bereitstellt. Ich weiß nicht, wie Sie es sehen. Eigentlich ganz ähnlich. Also wenn ich in der Lage bin, Ihnen zu vermitteln, dass ich Spezialist bin für und das plausibel mache durch Querverweise, durch Links und, dann bin ich irgendwann Spezialist für. Wir machen gelegentlich das Testspiel, wenn abends die Nachrichten sind, 19 Uhr, 20 Uhr, da werden ja auch sehr häufig Experten zugeschaltet. So, und jetzt guckt man das ja heutzutage alles auf dem iPad, das heißt, Sie können danach nochmal nachgucken, was hat er gesagt. Dann sage ich jetzt mal stillstellen, den plappern wir. Jeder darf jetzt mal sagen,
was der vermutlich sagen wird. Spielen Sie das mal. Sie werden fasziniert sein, mit welcher Treffsicherheit Sie die Experten voraussagen können, weil sie Dinge sagen, die sie eh schon wussten. In der Regel, es gibt Ausnahmen. Aber so, dann machen Sie sich den kleinen Spaß und machen das Gleiche. Wenn irgendwo in der Welt irgendwas passiert, dann wird ja die Kamera geschwenkt, dann steht jemand vor Ort, Hurricane in Amerika, und dann fehlt der Wind und hinten fliegen am besten noch die Schilder. Sie können im Grunde sagen, was der gleich sagen. Experte, Erwartbarkeit von Experten. Und da kommen jetzt natürlich zwei Dinge zustande, weil das Ziel einer Nachrichtensendung in Ihrem Sender ist natürlich auch eine gewisse Quote zu erreichen. Die Leute werden daran gemessen, ob sie ihre Quoten erfüllen oder nicht. Und sie werden nicht daran gemessen, ob der Experte nun ein echter Experte war oder ein unterhaltsamer Experte. Und das ganze Netz, der digitale Konsum, der digitale Informationskonsum, der basiert natürlich schon auch auf der Idee der Unterhaltung. Also es ist ja faszinierend, wenn Sie mal gucken, wer sind die reichweitenstärksten Influencer und Influencerinnen, dann sind das mehrheitlich junge Frauen, die sich mit dem Thema Mode und Schönheit auseinandersetzen. Und wer ist jetzt Experte in der Frage Mode und Schönheit? Sehr schwierig. Insofern glaube ich, dass im Netz, und das ist ein Teil seiner demokratischen Vorteile und ein Teil seiner großen Gefahr, ist es dann mir als Leserin und Leser überlassen zu beschließen, wer Expertin ist und Experte und wer das nicht ist. Und das kann dann natürlich, wenn wir uns Entwicklungen und Wahrnehmungen in der breiten Öffentlichkeit anschauen, auch problematisch werden. Welche Relevanz, welche Bedeutung aber haben dann konkret jetzt Geisteswissenschaften in so einem Setting, in so einem Environment, ja, vor dem Hintergrund eben einer Öffentlichkeit, die zerschossen ist, die emotionalisiert ist, spätestens als Donald Trump vielleicht diese non-kognitivistische Rage Against Reality erstmals eingeführt hat? Die Geisteswissenschaftlerinnen und Geisteswissenschaftler, denen fällt hier eine wichtige Aufgabe zu, die aber, glaube ich, auch bei uns selbst beginnt. Also wenn wir sagen, die geisteswissenschaftliche Ausbildung ist eine Schule des Verstehens und Verstehenlernens, dann wäre es hilfreich, wenn wir das auch ein Stück weit zelebrieren und so mancher vielleicht der Versuchung widerstände, in einer Mischung zu kommunizieren zwischen persönlicher Meinung und das Ganze gefasst in vermeintlich geisteswissenschaftlicher Diktion, weil das überführt das Ganze dann natürlich, denn wenn fehlerhaft vorgetragen wird, dann geht die Überzeugung vor. Und gerade Ihnen und Ihrer Profession, der Philosophie, kommt aus meiner Sicht hier eine wichtige Aufgabe zu, gleich auch der Theologie. Und da erleben wir, glaube ich, etwas, was viele auch schmerzt, nämlich eine gewisse, sagen wir mal, Trennung zwischen dem wissenschaftlichen Betrieb und seinen Anliegen auf der einen Seite und dem gesellschaftlichen Diskurs und seinen Anliegen auf der anderen Seite, sodass im Grunde die gesellschaftliche Relevanz dieser beiden genannten Geisteswissenschaften auch ein Stück weit verloren geht, wenn die wissenschaftliche Welt sich selbstreferenziell mit Themen beschäftigt, die zwar wissenschaftlichem Diskurs entsprechen mögen und die auch dazu führen, dass man Arbeiten leichter benoten kann, oder wie auch immer, aber die Brücke ins echte Leben hineinführt. Absolut. Eben mit den Methoden wäre schön, aus den Geisteswissenschaften heraus eben verstehen, lernen wollen, Fragen stellen, Hypothesen bilden, innehalten. Das wäre sehr schön, ja, wenn das ein bisschen beitrüge in der digitalen Landschaft, ein bisschen die Dinge wieder ins Verhältnis zu setzen. So, und das andere, wo Geisteswissenschaften gefordert sind, auch die Philosophie, das ist natürlich hinzugehen und zu sagen, ist alles gut, nur weil es politically correct ist. Also, wenn ich so komplett unreflektiert im Grunde neue Strömungen einfach deshalb übernehmen, weil sie jetzt gerade mal modern sind. Das ist dann nicht wirklich Geisteswissenschaft. Sondern Geisteswissenschaft ist ja im Grunde hinzugehen und zu sagen, wo habe ich Gründe, wo habe ich Denkstrukturen, wo habe ich intellektuelle Mechanismen und wie finden sie statt? Und denen etwas mehr auf den Grund zu gehen, als der Mainstream das gerne hätte oder schon übernommen hat und akzeptiert hat. Ja.
Ja, eine kritische Aufklärung vor ihrer Aneignung durch diverse ideologische Gruppen sozusagen. Nehmen Sie einen Fall. Wir haben das und das, ich fand, das wurde von der Presse nicht ausreichend behandelt und auch von den Wissenschaftlern nicht ausreichend behandelt. Wir haben den faszinierenden Vorgang, wo eine Philosophin auf einer Universität die Segel gestrichen hat und sich im Grunde wegen eines Themas, wo sie als Philosophin sagt, das sehe ich so oder so, im Grunde vom Mob der Straße hat vertreiben lassen. Das darf man, glaube ich, so sagen, oder? Ja. Die Dame heißt Kathleen Stock. Sie hat eine eigenständige Meinung vorgetragen, richtig oder falsch, ist mir völlig egal. Sie ist Philosophin, sie hat eine wissenschaftliche Meinung. Und der politically correcte Mob, also das wollen wir nicht. Und das muss ich sagen, das geht nicht. Machen Sie mal ein Gedankenspiel. Stellen Sie sich vor, Papst geht hin und sagt, die und die Philosophin darf nicht mehr an einer katholischen Universität lehren. Da wäre ganz Europa im Aufwand, oder? Da hätten Sie Straßenschlachten, da hätten Sie, ich weiß nicht was. Stellen Sie sich vor, Donald Trump ging hin und sagte, der darf nicht mehr an der Philosophie lehren, weil etwas da, was mir nicht passt. So, und hier haben Sie jetzt plötzlich zum ersten Mal in der europäischen Geschichte, also jenseits des Eisernen Vorhangs, also in den demokratischen Ländern, wahrscheinlich seit 1945, seit den 30er Jahren, dass eine Philosophin in Europa das Feld räumt. Ich finde das nicht gut. Also für mich ist eine Philosophin ein Mensch, der eigenständig denkt und zu Ergebnissen kommt. Und ob mir die passen oder ob mir die nicht passen, kann doch nicht Maßstab sein, ob die hier ihrer Aufgabe als Professorin nachkommt. Das ist im Grunde der Moment, wo Bertolt Brecht in seinem Theaterstück Das Leben des Galileo, wie nah auch immer das an der historischen Wahrheit war, aber wo er im Grunde hingeht und sagt, da ist mein Fernglas, schau doch bitte durch. Und die Obrigkeit sagt, da schauen wir nicht durch. Wir wissen, dass du dich jetzt. So, und da finde ich, hat Geisteswissenschaft eine Aufgabe, von der ich finde, dass sie sie derzeit nicht in der Form wahrnimmt, wie sie wahrnehmen könnte und wie es ihr vielleicht auch gut zu Gesicht stände, um die gesellschaftliche Relevanz zum Ausdruck zu bringen. Mhm. Wenn mit den Wölfen heulen, das kann jeder. Wenn wir nochmal einen Augenblick bei der Digitalisierung bleiben, vor welche Herausforderungen, riesige Aufgaben stellt die Digitalisierung speziell geisteswissenschaftlich orientierte Verlage? Also wir haben unser seit 500 Jahren funktionierendes Wirtschaftssystem, wo das Blatt Papier und die Information eine Einheit bilden. Und die Verbreitung des Blatt Papiers war auch die Verbreitung der Information. Und insofern war der Verdienst und das Unterhalten eines Unternehmens durch das Verbreiten, durch die Logistik, das war unser Geschäftsmodell. So, und dann kam die Digitalisierung und das gedruckte Wort hat sich im Grunde vom Papier emanzipiert und wanderte auf die Bildschirme und war überall zugänglich. Und damit waren wir in dreierlei Hinsicht in Bedrängnis. Erstens mal, weil unser Geschäftsmodell sich eigentlich übrig hat. Verlegen können Sie jetzt auch ohne mich. Zweitens mal, weil Sie einen Hauptkonkurrenten hatten, einen neuen Mitspieler, Amazon, der mit Büchern angefangen hat und gesagt hat, der bisherige Vertriebsweg, den werfen wir komplett über den Haufen. Und das Dritte war, wir werfen auch das Produkt über den Haufen, weil das gibt es in Zukunft digital. Insofern waren wir Verlage die erste Branche weltweit, die die volle Macht der Digitalisierung abbekommen hat, ohne jegliche Vorbereitung darauf. Wir wussten gar nicht, wie uns geschah. Und dann kam eigentlich der faszinierende Moment, wo man da saß und sagte, ich verstehe das hier gerade alles nicht. Das ist doch eine Bedrohung für mich. Und wir fühlten uns bedroht, gegängelt und war nicht schön. Gehen Sie so 2005, 2010, diese Zeit. Und irgendwann kam da oben die Erkenntnis, wenn es uns nicht gelingt, aus dieser Bedrohung auch eine Chance für uns werden zu lassen, dann werden wir vom Tisch sein. Das war die Phase, wo wir uns im Verlag Herder sehr stark mit der Frage paradigmatischer Wandel auseinandergesetzt haben. Also, dass es Veränderungen gibt, das ist ja überall und immer so. Aber ein paradigmatischer Wandel heißt ja, dass die zugrunde liegenden Spielregeln sich ändern. Also
Ein paradigmatischer Wandel wäre im Grunde, wenn Sie Handball spielen und die dribbeln den Ball nach vorne und dann merken Sie irgendwie, da passiert was um mich herum. Und dann sind Sie vom gegnerischen Tor und plötzlich pfeift der Schiedsrichter ab und sagt, das war Hand, es gibt einen Elfmeter. Und Sie sagen, was ist das? Und Sie sagen, ja, mittlerweile spielen wir Fußball. Das ist paradigmatischer Wandel. Die Spielregeln haben sich geändert. Der Ball mag der gleiche sein, die Spielregeln sind anders. Und das war dann der Zeitpunkt für uns, wo wir sagten, wir müssen und wollen maximal in Digitalisierung investieren und das Unternehmen im Grunde einmal auf den Kopf stellen oder auf die Füße. Das ist ja dann eine Frage der Perspektive, über Beteiligungen, über neue Geschäftsfelder und. Und das hat unser Leben in den letzten 15 Jahren in hohem Maße geprägt. Und dann kam, und das war jetzt eigentlich faszinierend für uns, dann kam Corona. Und plötzlich mussten alle digital agieren, Autorinnen und Autoren, Buchhändler, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das ganze Umfeld. Und das war so ein bisschen gefühlt für uns, jetzt jenseits all der Probleme und des Leids, das Menschen damit hatten, des persönlichen, gesundheitlichen Leids und auch des wirtschaftlichen Leids. Aber was das Faszinierende für uns war, im Grunde, Sie haben da so ein Segelschiff, das segelt analog und Sie haben schon Ihren Motor eingebaut, den Digitalisierungsmotor. Und jetzt kommt Corona und sägt einfach mal den Mast ab und Sie sind darauf angewiesen, das auch zum Leben zu bringen. Das war schon eine faszinierende Zeit. Wir sind in einer sehr bewegten Zeit. Wir haben zahlreiche Herausforderungen. Wir haben Pandemie oder Pandemien. Wir wissen ja nicht, was noch auf uns zukommt. Wir haben Klimawandel. Wir stehen eigentlich vor einer grundsätzlichen Transformation von Gesellschaft, Wirtschaft. Jetzt ist da natürlich die Politik gefragt auch. Ja. Nicht nur die Wirtschaft, nicht nur die Geisteswissenschaftler. Sie sind auch, Manuel Herder, politisch aktiv. Was würden Sie sagen, was können und müssen Politikerinnen und Politiker heute von Unternehmen lernen, ja, von der Unternehmenskultur lernen und übernehmen? Also ich glaube, Politiker sind die am meisten belehrte Berufsgruppe der Welt überhaupt. Weil jeder weiß eigentlich, wie es richtig zu machen wäre. Und das war auch der Grund, warum ich gesagt habe, ich will es jetzt mal wissen und habe die Gelegenheit genutzt und habe mich beworben für den Landtagswahlkampf, was ja zunächst mal interessant war. Denn unser eins kennt ja Politik, also ich zumindest, und ich ging eigentlich immer davon aus, ich habe es auch gut verstanden. Ich lese irgendwie mehrere Tageszeitungen und informiere mich in den Nachrichten. Also ich ging eigentlich davon aus, ich habe das verstanden. Spiel und ich, aber ich wollte es trotzdem mal genauer wissen. Und dann erleben Sie, wie Politik im Grunde vom Kleinen nach oben funktioniert, wie Sie im Grunde, jetzt zumindest wenn Sie in der Volkspartei wie der CDU unterwegs sind, wie Sie sich von Ortsverband zu Ortsverband bewegen müssen, um Ihre Nominierung vorzubereiten. Und dann erleben Sie im Grunde Menschen, die Sie sonst nie kennengelernt hätten, Sichtweisen auf Dinge, die Sie nie erlebt hätten. Und dann hat man so seine ersten Diskussionen und merkt, boah, das ist aber alles ganz anders. Und dann hatte ich die Nominierung und habe den Wahlkampf gemacht, was ja auch wiederum sehr spannend war. Jetzt haben wir in Baden-Württemberg eine grandiose Niederlage hingenommen, auf Bundesebene dann gleich nochmal. Und jetzt erleben Sie im Grunde, also ich, eine Partei, in der ich ja zwar schon lange Mitglied bin, aber jetzt erst seit kurzem engagiert, die plötzlich mit dem Rücken an der Wand steht und wo Dinge, die über Jahrzehnte funktionierten, nicht mehr funktionieren. Das ist mal der eine Teil, den ich spannend finde. Der andere Teil, wenn Sie fragen, was müssen Politiker, Politikerinnen aus Unternehmen lernen, es liegt nicht nur an den Politikerinnen und Politikern, es ist das System, das ein Stück weit die Dinge schwierig macht. Gehen Sie mal hin, ich habe das jetzt natürlich mit anderen Augen gesehen, die letzten 2 Jahre, wie Fragen an Politiker bei den abendlichen Nachrichten gestellt wird. Also ich mache jetzt mal Testwahl und sage, Frau Reinhardt, warum haben Sie heute eine schwarze Jacke an? Und warum haben Sie Ihre Bücher links und nicht rechts? Spätestens jetzt ist eine Gesprächsatmosphäre entstanden, wo Sie gar nicht mehr überzeugend antworten können, weil ich allein durch die Frage, ja, weil ich allein durch die Frage Sie versuche, in der Ecke zu stellen. Und wenn Sie mal gucken, wie die Rhetorik abgeht in der Befragung von Politikern, also zumindest mal die Fernsehnachrichten lassen Leuten im Grunde wenig Spielraum, eine gute Antwort zu geben. Ich dachte früher immer, die Regel gilt, es gibt keine blöden Fragen, nur blöde Antworten. In den letzten 2 Jahren habe ich gelernt, das stimmt nicht.
Es gibt Fragen, die führen dazu, dass sie eigentlich nur mit einem Larifari-Satz antworten können. Und das finde ich schade, weil damit im Grunde Leute, die zum Teil sehr reflektiert sind und zum Teil sich auch Gedanken machen, die enorm viel arbeiten, sich ein persönliches Pensum antut, was normale Menschen sich nicht antun würden. Die alle, egal in welcher Partei sie unterwegs sind, jenseits des Interesses an dieser Branche, an seinen Machtspielen und, aber alle auch einen moralischen Ansatz haben, warum sie das tun. Es ist nicht nur so, dass die Leute aus der einen Partei glauben, dass sie gut sind, auch die aus der anderen sind das. Und jeder geht da mit dem Anspruch rein, etwas für dieses Land, für die Gesellschaft, für unsere Kinder, für die Zukunft zu tun. Das wird alles oder vieles davon geht unter in der Art, wie bei uns Politik derzeit vermittelt wird. Und das führt natürlich wiederum dazu, dass ich mir sage, wann ist eigentlich der richtige Zeitpunkt, ein Problem zu lösen? Und bei uns im Unternehmerischen, egal bei wem, in welcher Branche, da sagen wir, ganz grob gesprochen, es gibt Probleme, die hast du jetzt, es gibt Probleme, die wirst du kriegen und es gibt Probleme, die könntest du so oder so ähnlich. Und dann versuchst du auf alle drei eine Lösung zu haben. Und es ist überhaupt kein Problem, jetzt rauszugehen in einer Abteilung und sagen, wir könnten das und das Problem kriegen, wie wollen wir damit umgehen? So, jetzt spielen Sie mal gedanklich vor, Sie sind Sie sind Bundesministerin oder Landesministerin. Sie erkennen, da könnten wir ein Problem kriegen und Sie gehen an die Öffentlichkeit und sagen, wir könnten das Problem, wir sollten uns mal Gedanken machen. Das Problem fliegt Ihnen um die Ohren. Warum machen Sie jetzt das und nicht das? Sie müssten doch eigentlich das und das. Haben Sie nicht das und das? Und diese Art der Befragung hat im Grunde dazu geführt, dass Politikerinnen und Politiker, also egal welcher Partei, am besten so lange nichts tut, bis das Problem richtig virulent ist. Ganz kurz vor knapp, dann kann man hingehen und sagen, eine andere Möglichkeit als das haben wir nicht mehr. Dafür haben wir auch ein neues Wort gelernt und dann wird das durchgewunken. Und insofern glaube ich, es geht nicht nur um Politiker. Es geht auch um die Frage, wie wollen wir als Gesellschaft Politik wahrnehmen, wahrgenommen kriegen. Und deswegen glaube ich, dass der mediale und zwar der Fernsehbereich an der Stelle, also wir reden über die Tagesnachrichten, wir reden über Talkshows, dass hier ein großer Teil dessen stattfindet, was die Vermittlung von politischen Problemen und Lösungen erschwert und zu den Verhaltensweisen führt, die wir alle nicht gut finden. Manuel Herder, ich habe eine allerletzte Frage. Wir sind fast am Ende unseres Gesprächs, was mich natürlich wahnsinnig interessieren würde. Was würde der Geisteswissenschaftler in Ihnen den Unternehmer gerne kritisch fragen? Was würde er von ihm verstehen wollen? Und umgekehrt, was würde der Unternehmer Manuel Herder den Geisteswissenschaftler fragen wollen? Also der Geisteswissenschaftler, der ringt gelegentlich mit dem Unternehmer, wenn ich über ein Manuskript stolper, hätte ich fast gesagt, aber ich stolper nicht, die liegen ja auf meinem Schreibtisch. Und Leute mir Texte und Ideen anbieten, wo ich sage, wow, das ist genial, genau damit müssten wir uns alle jetzt eigentlich auseinandersetzen. Und der Unternehmer dann kommt und sagt, Vertrieb, SEO, also SEO Search Engine Optimization, also du findest den Kram nicht, also im Netz, was willst du machen? Und du sagst dann, nee, geht nicht, ich werde es nicht machen. Das sind Momente, wo der Geisteswissenschaftler dann etwas betrübt zurückgeht und sagen muss, wissen Sie, wir haben da Rahmenbedingungen und das lässt sich gerade so nicht verwirklichen. Und der Unternehmer in mir, der geht zum Geisteswissenschaftler und sagt, sag mal, hättest du nicht ein bisschen mehr lesen können am Wochenende, hättest du jetzt ein paar mehr Ideen und bist du sicher, dass du schon genügend Zeitungen gelesen hast und? Denn das sind sicherlich Dinge, die man, wenn man gerne liest und vom Studium her ja auch mit dem Lesen in Verbindung gebracht war, die man dann macht und wo die Erwartung ist, jetzt bring das bitte auch an. Wunderbar. Vielen Dank, Manuel Herder. Wenn Sie, die uns hier zugehört haben, zugeschaut haben, Fragen haben, Kritik, Anregungen zu diesem wunderbaren Podcast Spezial der WBG-Dialog oder aber auch zum Podcast allgemein, dann freuen wir uns, wenn Sie uns schreiben auf der Community-Plattform oder in den sozialen Medien, überall da, wo Sie die WBG finden. Was sagen Sie dazu?